Das war so peinlich, wie Leute gucken. So, ich habe mich jetzt losgemacht und wie man schon gesehen hat, mir fehlen Sachen. Ich habe zwar eine dicke Jacke und meinen Weihnachtspulli, aber mir fehlen noch, ich habe nicht mal eine Weihnachtsmütze, ich habe keine Beleuchtung in meinem Zimmer, ich habe keinen coolen Kram, ich habe keinen Schal, keine Handschuhe. Und wir schauen jetzt mal, was wir einfach Schönes finden. Tja, hier im Action bin ich schon mal falsch, aber ich sehe hier schon LED-Bänder. Da hatte ich nämlich auch Lust nachzugucken. Ja, ich sehe hier auch schon so wildes Gebamse, aber das brauche ich auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen baff, ich habe gedacht, bei Rossmann finde ich... Nicht bei Rossmann? Ja doch, ich dachte, bei Rossmann finde ich eher was. Na, so Kerzen brauche ich jetzt nicht. Jawohl. Ja, gucken, was das schöne Bäumchen so sagt. Das ist auch eine Kerze. Oh, das sagt 5 Euro. Nein, das ist ja doch Sparfüchse. Ich werde jetzt erstmal gucken, was dieses LED-Band kostet. Ich stand da nämlich natürlich nicht dran. Ne? Also gehe ich hier ganz formidabel an einen dieser SB-Kassen und prüfe das. Bitte gern. Ein Weihnachtshut, den brauche ich noch. So, schauen mal. Wo macht das gut? Für 19 Euro nehme ich das mit. So, erster Erfolg. Was zum Leuchten haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch anderen coolen Kram. Warum nicht was, damit ich den Winter überstehe? Es ist nämlich jetzt schon ganz schön kalt. Aber noch nicht wirklich. Es hat geschneit, aber es ist irgendwie noch nicht viel liegen geblieben. Und irgendwie will ich auch. Ich will irgendwie einen kleinen Kalender haben. Ich will einen Adventskalender. Ma, wo geht man denn hin für Klamotten? Nee, Chibo ist bestimmt teuer. Okay, ich habe mich jetzt umentschieden, auch wenn es hier schön geschmückt ist. Aber offensichtlich finde ich ja am Hauptbahnhof nicht wirklich gut was. Jetzt hast du LED-Band. Guter Fund. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt mal hier voranwagen. Alter, was sind das für Baustellen? Und werde da mal in die Center und so gehen. Außerdem ist da dann noch ein Saturn und ihr wisst ja, wie ich bin. Ha, lohnt sich auch so einfach hierher zu kommen, weil, schaut mal. Voll schick im Hintergrund, hier wird geredet. Da haben Leute schon wieder so aggressiv geguckt. Die gucken immer so aggressiv. Ich muss noch Türchen machen. Ach so, wie ihr seht, das ist natürlich schon dunkel, weil ich das eindeutig schon alles sehr zeitig vorbereite, ne, ist ja klar. Ist nicht jetzt schon der 1. Dezember. Nein. So, also ich habe gehört, H&M ist ein Klamottenladen. Ich denke, da wird man doch bestimmt eine ganz stinknormale Mütze und einen Schal finden, oder? Und Handschuhe. Warum brauche ich so viel? Einfach zu doof zum Suchen. Ich finde hier noch nichts. Hier ist Ausgang. So, nach langem, langem Suchen habe ich mich für so ein weißes Mützchen entschieden. Standardmäßige Handschuhe, ne? Halt so warm, hoffentlich. Und so ein Schal, der fast so lang ist wie ich. Verrückt, oder? Ich brauche noch eine Weihnachtsmütze. Das sieht auf Anhieb immer hier so alles aus, aber ist es gar nicht. So, das heißt, überleben werde ich. Oh, hier gibt's Sachen. Hier gibt's Sachen. Hier ist zum Beispiel schon direkt Weihnachtsmütze. Komm, sag an. Schön easy. Das wird mitgenommen. Also, es ist sehr, sehr voll hier. Ich habe jetzt meinen Weihnachtshut und ich habe noch eine Lichterkette gefunden. Status-Update, ich bin dumm, die ist zu klein. Guckt euch das an, die ist zu klein. Wird doch wohl möglich sein, eine solide Weihnachtsmütze zu finden. Hey, ich stehe hier in diesem riesigen Center und habe keine Ahnung, wo ich einen verdammten Weihnachtshut herkriege. Nicht mal annähernd. Die ganzen Läden haben halt normale Sachen. Nicht irgendwie 5 Hüte, die ich mir gönnen könnte. Nein. Ich habe keine Weihnachtsmütze gefunden. Ich werde bekloppt. Jetzt, wo gehe ich lang? Wo muss ich lang? Ich muss da lang. Ich will nämlich noch zu Saturn latschen und gucke, ob ich da irgendwas noch Leuchtendes finde, weil ich ein bisschen mehr hinstellen kann. Vielleicht anderen lustigen Kram. Vielleicht haben wir ganz random noch eine Mütze für mich. Auf der Mütze steht nicht für Kinder geeignet, aber ich habe doch nicht so einen riesigen Kopf. Oder? Rein in den Saturn. Da finde ich immer was ich will. Ich suche zum Beispiel nach einer Uhr. Hier stand gerade ein Angebot für 450 Euro. Nein, das läuft alles überhaupt nicht wie geplant. Weißt du, jetzt bin ich da reingegangen, um wirklich nach der Uhr zu gucken. Ich will die ganze Zeit schon wieder eine Smartwatch haben, einfach damit ich auch was am Handgelenk habe. Jetzt habe ich da eine gesehen, dachte mir so, ja, akzeptabler Preis, ne? Ganz cool, wollte ich gucken, wie das Overlay da drin und so ist. Muss man sich dafür erst anmelden? Muss man die komische Fitness-App dafür runterladen, damit man sich da koppeln kann, damit man da in die Uhr reinkommt? Dann guckt man sich das an, das sieht alles okay aus. Dann stehen die da nirgends aus, gehe ich da zu dem Typen hin. Ja, hier, wie komme ich denn an die Uhren rein? Ja, selber gar nicht. Ja, okay, können Sie mir da helfen? Ja, ich hätte gern die hier. Ah, müssen wir erstmal gucken, ob sie noch gibt, dachte ich sofort so. Okay, die sie nicht haben. Und er steht da so, ah, die haben wir nicht. Und eine andere. Ich so, nein, ich will immer die. Vom Weihnachtsputzer habe ich auch immer noch nicht. Es geht für mich jetzt erstmal wieder Richtung Wohnung, aber ich werde gleich noch ins Edeka stiefeln und da schauen, ob ich nicht da vielleicht eine Weihnachtsmütze herkriege und einen Adventskalender und noch Zeug zum Hinstellen. Ja, ja. Ich bin jetzt am Edeka angekommen. Anscheinend kaufe ich mir
den Dekotopf, weil der ist schick. Aber warum ich natürlich vor allem hier bin. Kein Dezember ohne. So, jetzt laufe ich hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte einen Adventskalender. Wo ist die Billy? Es gibt so viele Adventskalender. Es gibt einfach so viel. Es hört doch einfach nicht auf. Da ist auch noch mehr. Und das heißt, wenn wir auf die andere Seite gehen, ich sag's euch, oh nee, da ist nichts mehr. Das ist ja peinlich jetzt. Das Einzige, was es an Billo Spekulatius. Yeah. Weißt du, was es jetzt noch an Billo Adventskalender gab, waren dreimal Pepperwoods. Damit gehe ich nicht zur Kasse. Ich bin kein Pepperwoods-Fan. So, ich habe jetzt noch so gebamselt. Ich weiß schon genau, was ich damit anfangen werde. Lasst euch überraschen. Und so noch mal so ein LED-Zeug für an den Schreibtisch. Geh jetzt ab nach Hause. Und dann war's das. So, ich bin wieder Richtung Wohnung angekommen. Ihr hört das Gebamsel, ich habe gut Zeug mitgenommen. Natürlich bin ich ein Spartürchenmacher, deswegen wird das Zimmer eingerichtet im nächsten Türchen. Ich bin so smart. Aber eine Sache gebe ich euch noch. Okay, interessant. Ist es interessant? Sie zeigt kein Interesse an den Glocken. Nee, hab keinen Bock. Das wird alles noch schicker hier. Ich dachte, wir gucken uns auf jeden Fall noch die erste Mandarine des Dezember an. Ich hoffe, dass die gut schmeckt, weil sonst habe ich jetzt eine ganze Kiste mit Schmutz. So, von der Aufmerksamkeit bitte. Es ist eine gute Kiste.